Hallo, hallo, da sind wir wieder im wunderschönen Chia. Heute geht's wieder los. Heute auch endlich mal ganz viel Storytime. Ne? Ja. So ist es im Fußball. Cool. Ja, die sieht doch ganz hübsch aus jetzt hier in dem Outfit. Das passt schon. Genau. Wir haben ja jetzt super, super, super viel gesammelt. Ne? Wir haben ja eigentlich fast nichts mehr zum Sammeln. Ich habe auch geguckt, die letzten Sachen, die es da so gibt. So, ein Steine balancieren, eine Sprungbrett-Challenge, eine Renn-Challenge ist tatsächlich dann da hinten. Das ist so. Deswegen, genau, heute steht einfach nur Story an. Story, Story, Story. So sieht's aus. Da bin ich mal gespannt, wie weit wir jetzt kommen heute. Und ja, legen einfach los. Ich freue mich. Ne, jetzt haben wir ja genug Erkundungstouren gehabt und genug Reise. Aber es hat halt auch echt Spaß gemacht, die ganzen Sachen zu sammeln. Hat einfach ein bisschen süchtig gemacht, die Map abzuklappern von den Sammelgegenständen. Ja, und jetzt wird es irgendwie doch 100%. Super lustig. Ding ist jetzt auch ganz erfrischend, dass wir nur noch Story übrig haben. Ganz ehrlich. Wir sind halt auch schon wieder bei 50 Folgen auf YouTube. Das ist auch so krass einfach. Upsi. Passiert. Hallo Katze. Okay, dann wollen wir doch mal. Wir haben jetzt diese Gegenstände gesammelt. Mal sehen, ob die uns jetzt da reinlassen. Wahrscheinlich nicht. Wäre ja zu einfach, ne? Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt da reingehen, schicken die uns vielleicht auf eine neue Questline. Und dann sind wir in Kapitel 5 oder so quasi. Gucken wir mal. Ich klopf, klopf. Ja, wer ist denn da wieder? Oh, voll süß einfach. Oh nein. Wie kann man den da... Oh nein. Die muss man ja voll streicheln jetzt. Es geht ja gar nicht anders. Ja, 50 Folgen. Ist krass, ne? Ist schon echt ziemlich krass. Die ist im Ort wieder. Ja, weil ich aber halt hier ja alles mitgenommen habe, ne? Ja. Ist also auch wieder schon so ein gutes 2-Monats-Let's Play hier wieder. Ja, so ist es. Aber halt auch auf so angenehme Länge, so 20, 25 Minuten immer pro Folge. Deswegen, ja, da kommt dann was zusammen. So, bin ich mal gespannt jetzt. Savez tout sur la liste? Oui. Par ici. Oh krass, wir dürfen wirklich hoch. Pilo kahape, eteni dei me avora, ite menen kato se itu metia, nga sama isa pengenika.
Anishi, los a dinne nape. Ite mano, ite tanei sinahu, mei mea vura huangane la ite sine mano. Zur Hölle ist passiert? Mehavora frisst Babys? Was? Das ist gerade spannender und brutaler als gedacht. Was? Okay. Und das Vieh, das uns gefangen hat, das war dieses letzte Tier, was uns noch im Tierlexikon fehlt. Wir sind schon da! Die mysteriöse Insel! Neuer Tagebucheintrag, Kapitel 5. Was war das denn bitte gerade alles? Alter, was? Krass, was passiert hier? Hey Blubberchen, hallo! Wie lange bist du schon da? Hast du alles mitbekommen? Das war... Was zur Hölle? Oh mein Gott, ist das schön. Was ist denn hier los? Schau aus wie eine Evoli-Tasche. Naja, nicht ganz, ne? Ist halt eine Fledermaus, also, ja. Was zur Hölle? Da ist der Avatar. Okay, wir sind da. Wir sind... Wir müssten eigentlich... da drüben sein jetzt, ja. Korrekt. Oh mein Gott, was ist alles passiert? Und der uns gerettet hat mit der Maske, war das derjenige... von der Schatzjagd, die wir gerade die ganze Zeit gemacht haben, kann es sein? Lubber-Attacke! Von dem wir immer diese Tagebuchfetzen gelesen haben. Das könnte sein, nicht wahr? Haut ja irgendwie, das könnte sein vielleicht. Kapitel 5. Beim Sammeln der Opfergaben erlebt Chia verschiedene Abenteuer. Sie erlernen. Die Mano sind Soldaten aus Stoff, die von Mehavora kontrolliert werden. Ja. Eine mysteriöse maskierte Gestalt schaltet sich ein und Chia fällt vom Turm. Kurz bevor sie auf den Boden aufschlägt, fängt ein unbekanntes Tier ihren Sturz ab. Sie verliert das Bewusstsein. So krass, da ist sie! Die Blubber-Attacke! Blubber hat alles gesehen. Okay, krass. Das war krass. Und Mehavora frisst Babys. Das war auch krass. Einfach so, bam. Aber ich sag ja, das ist genau das, was ich gehört habe. So, das Spiel hat schon ein bisschen auch... krasse Stellen und hier und da schwarzen Humor, ein bisschen. Das habe ich gemerkt. Einfach eiskalt. Das Spiel schämt sich nichts. Eiskalt, ja klar, das Ding frisst Babys. Auf geht's. Wow, das ist schon krass. Ist schon krass. Wow. Wie war das? Ein friedliches Spiel? Komplett, ja, voll. Wow. Was? Okay. Krass. Und schaut euch das mal an. Das sieht ja super schön aus. Als wäre die Insel mal vollständig unter Wasser gewesen oder so. Wir sind hier jetzt auf der mysteriösen Insel. Hätte nicht erwartet, dass wir doch so schnell hierher kommen. Was eine Story? What the f... Okay, ich glaube, die Geschichte wird so richtig spannend noch. Dann schauen wir uns hier um. Sieht ja voll schön aus. Krass. Wie so ein Atlantis oder so, was jetzt an der Oberfläche ist. Oh, Wächter, okay. Thank you.
voll klein. Amela ite muaken ke ite unapan angatia izaitu ihele ite idine me ite at atine to angata loi e to ame to te angat oni me sa te angat la elo. Keine Menschen. Cool war das denn wieder? Hey, 82% ist voll die Lüge. Das ist voll nicht wahr. War viel besser. Auf einmal voll die Party. Voll süß. Was ist da denn wieder los? Ach, cool. Oh, echt, diese Musikstellen sind so schön in dem Spiel einfach, ey. Man kann sich nur, wenn man da mitspielt, halt kaum auf die, auf das Musikvideo, sag ich mal, konzentrieren. Aber so ein bisschen habe ich schon mitbekommen. Super. Ach, super cool schon wieder. Ja, die lieben Musik, ne? Voll schön. Okay, jetzt sind wir also wirklich, jetzt können wir uns da wirklich umsehen, glaube ich. Moin, Schinka. Ja, schau, jetzt können wir hier tatsächlich... Ich würde mal sagen, wir schreien hier mal. Das ist ganz wichtig. Wir müssen erstmal die Karte hier aufdecken, die interessante. Sieht super spannend aus. Es sieht so aus, als wäre man unter Wasser, aber wir sind nicht unter Wasser. So interessant. Oh, hier ist es ja schon direkt. Und super schön, wie alles leuchtet. Okay, pass auf. R-
Räusper, Räusper, Trophäe erhalten. Sehr gut. Jetzt haben wir alles aufgedeckt. Jetzt können wir hier eben nochmal die restlichen Sachen sammeln. Dann haben wir ja eigentlich alles so langsam. Voll schön. So schnell, ja, schwierig. Ja, so im Verhältnis zur Story sind wir sehr schnell hier. Das meinte ich damit. Ja, wir selber sind jetzt nicht so schnell hier hergekommen. Also von der Story sind wir recht zügig hier. Das hat mich halt überrascht. Das Huhn ohne Kopf, was ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Ist jetzt wahrscheinlich ein ganzer Running Gag über das ganze Spiel, schätze ich. Okay, pass auf, dann hier noch eine Ausdauerfrucht, auch wichtig. So. Nom. Super spannend hier. Als wäre man unter Wasser. Hä? Voll verrückt. Okay. Dann sammeln wir das da oben mal. Mal sehen, ob irgendwann auch erklärt wird, woher wir eigentlich unsere Kräfte haben. Aber bestimmt. Und so wie es aussieht, hat Mervora ja auch diese Kräfte. Aber auf dem anderen Auge, kann das sein? Habe ich das richtig gesehen? Auf welchem Auge haben wir es? Auf dem rechten? Und Mervora hat es auf dem linken, oder nicht? Kann es vielleicht sein, dass wir in uns ein Stück von Mervoras Kraft haben und Mervora einfach darauf aus ist, seine vollständige Macht zurückzuerhalten? Deswegen wollte er uns finden. Das kann einfach schon sein, ne? Aber wie ist die Kraft in uns reingekommen? Oh, das sieht so cool aus hier. Hä, krass. Hä? Voll faszinierend, oder was? Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich lege mal ein Ei am Sonntag auch mal zwei. Oh nein. Das kenne ich tatsächlich dann auch wieder. Okay, ich glaube, wenn ich aber... Ach, da wäre die Quest, okay. Ah, und da ist der letzte Schrein, schau. Okay, ja, ich würde sagen... Ja, wir sammeln jetzt hier mal die Sachen auf der Insel. Das ist ja hier nicht viel zu tun.